Montabaur ist happy. Und ganz besonders glücklich ist Olaf Nitz. Der Fotograf hatte einfach Lust zu zeigen, wie Glück in Montabaur aussieht und hat ein Tanzvideo gedreht. Sein Glück hat der fast 50-Jährige nach vielen Jahren wiedergefunden. Dafür brauchte es für ihn nur eins. Mein Fotoapparat. Damit kann ich glücklich sein. Es ist eine andere Welt. Dann kann ich mit meinen Augen erzählen. Dann kann ich meine Gefühle erzählen. Dann kann ich alles das mit Bildern sagen, was ich möchte. Erst seit 2 Jahren verdient Olaf Nitz sein Geld mit Fotografie und hat ein Fotostudio in Montabaur. Geliebt hat er die Kamera schon immer und bereits mit 15 die Hochzeiten der Nachbarn im Bild festgehalten. Trotz aller Liebe zur Fotografie, er übernahm die Schlosserei seines Vaters in Düsseldorf. Die Geschäfte liefen schlecht und mit Anfang 30 zog er mit seiner Frau und 2 Kindern in den Westerwald. Er machte sich wieder selbstständig, noch immer nicht als Fotograf. Er arbeitete rund um die Uhr als Küchenbauer. So lange, bis er zusammenbrach. Nicht einmal, sondern 2-mal. Diagnose: Burnout. Wiedersehen. Ich konnte mich hinsetzen und stundenlang gegen die Wand starren und da ging nichts mehr. Du hast eine große Leere im Kopf und weißt nicht mehr, wie du da rauskommst. Du hast Ängste, Zukunftsängste, du hast Panik und das alles auf einmal. Und das musst du alles unter einem Dach kriegen. Und das haben ich oder ja, mit Hilfe meines Psychologen dann auch durch die Fotografiererei geschafft. Olaf Nitz fotografiert gerne das Glück der anderen. Ihm selbst war es oft nicht beschieden. Anfang der 90er Jahre verstarb in Düsseldorf seine 6-jährige Tochter. Plötzlicher Kindstod. Der Umzug in den Westerwald war auch der Versuch, vor der Erinnerung und dem Schmerz zu fliehen. Doch der Westerwald bescherte ihm kein Glück. Seine Ehe zerbrach. Kurz darauf starb auch seine 2. Tochter mit 9 Jahren. Vermutlich eine epileptische Krise. Alles, was negativ war, versuche ich weit wegzuschieben. Lass es nicht an mich ran. Und das war, denke ich mal, auch ein Teil des Auslösers vom Burnout. Auch wenn es Jahre später irgendwo ist. Aber es ist halt alles drin. Aber um das aufzuarbeiten, war selbst die Zeit nach dem Burnout nicht da. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte und irgendwann werde ich das sicherlich auch noch können. Und dennoch stellt er sich dem Thema Tod. Ehrenamtlich fotografiert Olaf Nitz Eltern, die eine Fehl- oder Totgeburt erleiden und diesen Schmerz im Bild festhalten wollen. Die Kamera beschütze ihn davor, sich zu sehr mit dem Verlust seiner eigenen 2 Kinder zu beschäftigen, meint Olaf Nitz. Sie müssen diese Gefühle, die da passieren, diese Emotionen, diese Momente, diese so gefühlvollen Momente einfangen. Und das müssen sie mit einer Sensibilität machen, dass sie gar keine Zeit haben, irgendetwas anderes oder an irgendetwas anderes zu denken. Trotz aller Schicksalsschläge und Tiefs, Olaf Nitz fühlt sich nach langer Zeit wieder stabil. Er ist glücklich in seiner 2. Ehe und endlich macht er, was er will. Momentan lebe ich meinen Traum. Momentan bin ich dadurch, dass ich viel fotografieren darf, auch sehr glücklich. Ob dieses Glück durch eine Reise auf eine einsame Südseeinsel noch gesteigert werden könnte? Auf meine einsame Insel, die natürlich über Solarstrom verfügt, nehme ich meine Kamera mit, weil es dort die schönsten Motive gibt. Mein Handy, weil ich ab und zu mit Menschen reden muss. Und mein Computer, damit ich die schönen Bilder, die ich dort mache, auch bearbeiten kann.